1897. Its tower has a height of 112 meters. Left of the tower resides the Marburger Bürgerschaft, our parliament. And right of the tower is located the Senate, our government. The town hall counts a total of 647 rooms. That is at least 6 more than the Buckingham Palace, but definitely 2 less than my villa at the Outer Alster Lake. Sehr schön, um mal reinzugehen ins Rathaus, wunderschönes Rathaus auch von denen. Die machen regelmäßig Führung dort, alle halbe Stunde, dauert 40 Minuten, kostet 3 Euro für Erwachsene und 50 für Kinder. Wenn Sie sich die Außenfassade hier des Rathauses anschauen, wenn ich aufhöre, dass Sie die Glitzer, dann ist es sehr viel Fassadenspuck. Das ist untypisch für einen Profanbau aus der Entstehungszeit unseres Rathauses. Im ersten Stadtwerk, zwischen den Fenstern, sind diese bronzene Statuen, das sind alles deutsche Kaiser. Unsere Kaisergalerie ist das. Über den Fenster des ersten Stockwerkes haben wir so eine Art Giebeldreiecke, da sind Wappen eingelassen. Das sind die Wappen der übrigen Hansestädte. Hamburg ist ja mal eine bedeutende Hansestadt gewesen, wichtigste Hansestadt nach Lübeck. Und ja, die Hanse ist ein mittelalterlicher Wirtschaftsverbund gewesen, da haben sich die Städte, europäische Städte zusammengetan, um gemeinsam ihre wirtschaftlichen Interessen zu verfolgen. Und Hamburg war eine ganz wichtige Hansestadt gewesen. Auf den Giebeldreiecken aufsitzen, so eine Art. Nicht so eine Art, sondern Halbfiguren aus Sandstein. Diese Sandsteinfiguren repräsentieren allesamt bürgerliche Berufe, die hier aber auch mal ausgeübt wurden. Die sind künstlerisch sehr hochwertig, diese Sandsteinfiguren. Die stammen alle von einem Tiroler Bildhauer namens Alois